kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Dortmund Karrieremodus. Wir sind am Start mit dem BVB heute in einer ganz, ganz wichtigen Begegnung gegen den FC Bayern München. Momentan sind die einen Punkt in der Tabelle vor uns, punktgleich mit dem ersten FC Köln. Aber wir wollen den großen Rivalen besiegen und wollen uns die Tabellenführung das erste Mal in diesem Karrieremodus so richtig gönnen. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde mich tierisch über freuen. 500 Likes schaffen wir die wieder auf diese Episode. Letzte Episode haben wir es easy geschafft und ich glaube, das können wir auch heute definitiv, zumal wir noch ein zweites richtiges Topspiel haben gegen Manchester United und dazu die Simulation gegen Eintracht Frankfurt. Dann sind wir schon im Dezember. Das heißt, ganz, ganz bald gibt es auch schon wieder Transfers. Richtig nice. Abonniert diesen Kanal kostenlos unter dem Video, wenn ihr es noch nicht getan habt, um keine Videos mehr zu verpassen. Checkt die Videobeschreibung aus. Links zu Instagram und Twitter, meinen Social Media Links. Lohnt sich da vorbeizuschauen, auf jeden Fall, weil ihr die weiter in Touch mit mir stayen wollen, um immer ein bisschen Englisch reinzubringen, weil vielleicht bringt das irgendwas, vielleicht aber auch nicht. Andere Geschichte dazu. IG Vault 6% Rabatt bekommen, was Gaming TV eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben. Ja, das war wieder schnell. Code ist MaxGamingTV, 6% Rabatt auf die drei genannten Sachen. Und dazu mein Merchandise. Könnt ihr auch gerne auschecken bei 3D Supply. Würde mich drüber freuen. Schürrle möchte gerne spielen und das möchten diese Jungs hier irgendwann vielleicht auch in unserer Nachwuchsmannschaft. Hendricks beobachten wir mal zumindest, auch wenn aus dem wahrscheinlich nichts werden wird. Genauso wenig wie aus Bram de Witt. Thies Höchstra könnte, ja, ein bisschen was draus werden. Christian Smits ist nicht interessant und Daniel Dehaan ist absolut ab. Natürlich nicht menschlich, aber dass kein echter Mensch ist, sondern nur ein virtuell erstellter Spieler, ist das in Ordnung. So, wir kommen zum deutschen Scout-Bericht und der sieht, ja, den beobachten wir mal weiter. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Der sieht gut aus, der Yannick Schulte. Der auch richtig aussieht wie Yannick Schulte. Justus Hase, das ist wieder richtig deutsch. Den lassen wir da. Daniel Ziegler auch und Daniel Richter auch. Kreativ mit dem Vornamen wieder, wie immer. Aber darum soll es nicht gehen. Unsere Startaufstellung sah zuletzt so aus. Isak vorne drin, Tolisso, Castro, Reus, Dembélé. Also eigentlich, da ja Sokratis für 5 Monate ausfällt, unsere Top-11. Aber wie sieht denn das jetzt aus gegen Bayern? Ich würde sagen, findet's raus. Reingeht ins Spiel, Tabellenführung holen. Das ist unsere Mission. Der deutsche Klassiko im Signal Iduna Park, der FC Bayern München zu Gast bei Borussia Dortmund. Momentan trennt diese beiden Teams nicht mal mehr ein einziges Spiel. Ein einziger Sieg und der BVB steht an der Tabellenspitze und zieht vorbei am großen Rivalen aus München. Allerdings natürlich eine Challenge gegen die Münchner zu bestehen, zumal die Dortmunder ja gerade in der Liga zuletzt keine konstant guten Leistungen gebracht haben. In der Champions League läuft es allerdings in der Liga sogar hinter dem ersten FC Köln. Momentan zurückgefallen. Das Ganze soll heute natürlich korrigiert werden mit der Unterstützung der ausverkauften Südtribüne und allgemein des ausverkauften Stadions. Die ganze Nation, das ganze Land und natürlich die ganze Welt schaut heute auf dieses Spiel, auf Robert Lewandowski und seine erneute Rückkehr in den Signal Iduna Park. Der Spieler im Fokus, aber natürlich Mats Hummels, vor der Saison gewechselt von der Borussia zum FC Bayern und er natürlich auch heute in der Startelf gegen seine alte und echte, in Anführungsstrichen, Liebe. Fragezeichen ist auf jeden Fall groß in dieser Situation. Allerdings schauen wir natürlich auch auf den BVB und dessen Startaufstellung. Horn, Piszczek, Bartra, Bender, Schmelzer davor, Tolisso, Stark und Götze, Schonung also im Mittelfeld und in der Offensive vor dem Champions-League-Spiel gegen Manchester United, Schürrle, Mohr und Aubameyang in der Dreier-Offensive. Normalerweise bedarf es an dieser Schonung gar nicht, denn der BVB ist so gut wie durch einen Punkt reich bereits um die Führung bzw. Platz 1 in der Gruppe mit dem FC Barcelona, Manchester United und Beşiktaş Istanbul klarzumachen. Aber trotzdem rotiert NGT in der Liga den türkischen Nationalspieler und den deutschen Nationalspieler in die Startelf. Bei den Bayern neuer Lahm, Hummels, Boateng und Alaba Bestbesetzung in der Defensive. Vidal, Alonso, Ribery, Thiago, Robben und Lewandowski vorne in der Sturmspitze. Eine Elf, die einfach nur Weltklasse Namen aufweist und die vielleicht sogar noch ein bisschen stärker ist als die des BVB. Aber gerade gegen die großen Teams, beispielsweise auch zuletzt gegen Schalke oder halt eben in der Champions League, wo man bisher ja alle 4 Partien für sich entscheiden konnte, haben gezeigt, die Dortmunder können die Großen und sie wollen die Großen und das ist natürlich auch heute die Prämisse und gerade unter dem Aspekt oder dem ja, Hauptaspekt, dass man die Bayern von der Tabellenspitze verdrängen kann, sollen diese 3 Punkte natürlich im Ruhrpott, im Signal Iduna Park und somit beim BVB bleiben. Wir springen rein in die erste Szene und es sah am Anfang richtig gut aus für die schwarz-gelb gekleideten Dortmunder von links nach rechts. Die erste Gelegenheit hatten die Bayern, Lewandowski mit dieser Flanke, Horn fängt den Ball ab und das Ding geht nach vorne. Emre Mor mit dem Kopf auf Pierre-Emerick Aubameyang, der zurück auf Mor und die haben natürlich schnelle Spieler in der Offensive und das zahlt sich hier aus. Piszczek mit der Balleroberung und Aubameyang gegen Hummels im Zweikampf macht das hier klasse gegen den ehemaligen Dortmunder. Schöner Ball in die Mitte, da steht Corentin, Tolisso, Tolisso und Neuer mit einer Weltklasse-Parade. 6 Minuten gespielt
und die erste richtig dicke Chance. Wir gucken zunächst einmal, es war kein Tor. Die Torlinientechnik zeigt eindrucksvoll, dass Timo Horn den Ball vor der Linie gefangen hat, bevor er den Konter des BVB einleitet. Aber Tullis Chance, die gucken wir uns nochmal genauer an. Schöner Abschluss mit links, aber Neuer, den wir da besonders beleuchten müssen, natürlich auch mit einem klasse Reflex. Der BVB trotzdem das bessere Team in der Offensive und weiter ging es. 14 Minuten durch. Emre Mor mit der nächsten Gelegenheit macht das klasse. Der Ball auf André Schürrle abgefälscht. Da hätte der junge Türke vielleicht selber abziehen sollen, traut sich aber nicht. Und das zeigt wieder, die Defensive der Bayern, momentan noch die stärkste Liga mit 7 Gegentreffern, hält Stand gegen den BVB. Weiter geht's mit Action von Schwarz-Gelb. Dummes Foul von Boateng, hätte da wohl auch das Laufduell gegen Aubameyang gewonnen. So gibt es die gelbe Karte, die Verwarnung. Und es geht direkt weiter mit den Bayern in der Defensive. Denn der BVB, der machte das richtig gut. Mohr mit dem Ball auf Aubameyang im zweiten Versuch. Und der hat ganz, ganz viel Platz. Hummels kommt nicht hinterher. Der Abschluss im 16er abgefälscht. André Schürrle ist da. André Schürrle macht das 1:0. 31. Spielminute, der BVB geht in Führung und das vollkommen verdient. Aubameyang mit dem Abschluss, Neuer wieder mit einer klasse Parade, kann den Ball zunächst abwehren. Aber dann ist niemand, wirklich niemand bei André Schürrle, der diesen Abpraller natürlich ohne weitere Probleme verwerten kann. Mit dem linken Fuß ins Glück hinein für den BVB und zur aktuellen Tabellenführung für die Schwarz-Gelben. Er wollte spielen, hat er öffentlich gefordert, mehr Einsatzzeit zu bekommen und lohnt bzw. belohnt sich hier oder MGT für die Entscheidung. Bayern jetzt aber gekitzelt und plötzlich auch mal in der Offensive aktiv. David Alaba mit dem Ball auf Lewandowski, der in den Rückraum. Thiago 1:1, so schnell kann es gehen. 38. Minute und die Bayern schlagen zurück. Aus dem Nichts dieser Ausgleichstreffer. Bis dato noch gar nichts gekommen von den Bayern. Dann Lewandowski, Thiago und das Glück für den FC Bayern. Schlecht verteidigt, niemand beim Spanier. Bartra sieht alt aus. Und die Rot-Weißen sind plötzlich wieder da. MGT kann es nicht fassen. Und das auch zu Recht, denn bis dato der BVB die klar überlegene Mannschaft. Dann eine Hiobsbotschaft für die Bayern. Arjen Robben verletzt sich im Zweikampf mit dem Ex-Münchener, mit Mario Götze. Auch er natürlich im Fokus, bis dato nicht auffällig. Hier allerdings ohne Absicht Niederländer außer Gefecht gesetzt. Carlos Vela, Neuzugang von Real Sociedad. San Sebastian kam rein, konnte im ersten Durchgang logischerweise keine Akzente mehr setzen. Es geht in die Kabine mit einem 1:1 und damit sind die Dortmunder Fans in gewisser Weise zufrieden. Können sie aber eigentlich nicht sein, denn der BVB nur dank Manuel Neuer eigentlich hier bisher nur mit einem Punkt, denn das klar bessere Team. Zweiter Durchgang, weiterhin 45 Minuten die Chance, Powerfußball zu zeigen und hier den erneuten Führungstreffer zu erzielen. Und es ging gleich richtig gut los. Ball auf Aubameyang, der abgelegt auf Emre Mor. Mor gegen Alaba. Wir gucken nochmal genauer auf diese Situation. Der junge Türke wird zur Seite gecheckt, Alaba geht nur auf den Mann. Es gibt Schiedsrichter, die hier auf Elfmeter entschieden hätten. Allerdings macht Heimo Wasserschneider das nicht. Und dementsprechend bleibt es weiterhin beim 1:1. Dann der FC Bayern mit der nächsten Gelegenheit. Klasse, aber verteidigt von Sven Bender, der dazwischen geht gegen den Schuss von Thiago und dessen Doppelpack verhindert. Mit dem Standbein irgendwie noch abgefälscht. Horn wäre wohl nicht mehr da gewesen. Ribéry ging dann raus, dafür Kingsley Coman. Auf der anderen Seite Emre Mor raus, Alexander Isak rein. Allerdings brachte der zunächst erstmal nicht so viel Offensivpower. Das besorgte andere. Und zwar Marcel Schmelzer, der Linksverteidiger. Klasse mit der Balleroberung im 16er gegen Manuel Neuer. Und der hält den Ball schon wieder. Aubameyang kommt nicht zum Kopfball. Neuer, der Mann des Spiels bisher. Und es ging weiter mit ihm. Ball auf Aubameyang. Aubameyang mit dem Schussversuch am Tor vorbei. Die Aura des Manuel Neuer, sie war verantwortlich dafür, dass der BVB hier noch nicht in Führung gegangen war, aber noch eine Viertelstunde zu spielen und plötzlich aus dem Nichts die Bayern wieder in der Offensive. Kummer, abgefälscht von Piszczek, aber dann ganz, ganz schwach verteidigt. Niemand bei Alaba. 1:2, die Bayern gehen in Führung und das wieder wie das 1:1 bereits aus dem Nichts und einfach resultierend aus der katastrophalen Defensivarbeit des BVB. Niemand ist bei David Alaba. Bender lässt sich zusammen mit Bartra vorne auf Lewandowski ziehen. Der Österreicher schmerzlich vernachlässigt. Und dann kann auch Schmelzer nicht mehr eingreifen, weil der bei Thiago steht. Der Österreicher also mit dem Führungstreffer für die Bayern Dortmund wütenden Antwortversuchen. Der Ball auf Isak. Isak im 16er legt nochmal für Pulisic, ebenfalls eingewechselt. Aber der verzieht und wir springen in die Nachspielzeit. Ousmane Dembélé ebenfalls eingewechselt. Ball nochmal auf Isak. Isak, der Ball kommt zu Dembélé, der kann nicht direkt abschließen. Neuer ist da und hält den Sieg für den FC Bayern fest. Denn danach ist Schluss im Signal Iduna Park.
Die Rot-Weißen, die Bayern, sie gewinnen tatsächlich gegen den BVB. Glücklich, muss man sagen, denn die Dortmunder waren das klar bessere Team. Aber sie können ihre Chancen nicht nutzen. Manuel Neuer mit einer Überleistung hält er die 3 Punkte für den FCB fest. Und somit jetzt bereits 4 Punkte für die Bayern Vorsprung auf die BVB-Spieler, auf den Verein, auf die Verantwortlichen und vor allem auf MGT, der sich ärgern wird, vielleicht Schonung betrieben zu haben. Denn das kostet wichtige Punkte im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Ja, ich schäme mich. Ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Ich weiß nicht, warum die alle nicht schießen können. Ich meine, mag ja sein, dass das auch teilweise an mir liegt, aber so scheiße ziele ich nun wirklich nicht. Wir verunsichern United. Wir haben gegen die schon im Old Trafford gewonnen. Das wollen wir jetzt natürlich auch im Signal Iduna Park schaffen. Training, 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 Training. Training steht an und Emre Mor steigt auf 73. Ich sollte bei dem, glaube ich, auch mal lieber den Abschluss trainieren. Wenn wir das Spiel gewinnen, es ist unwahrscheinlich, dass wir nicht Erster werden in der Gruppe. Wenn wir das Spiel gewinnen oder unentschieden spielen, sind wir definitiv Erster. Habt ihr ja auch gerade bereits gehört, gegen Bayern. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das heute durchziehen. Aubameyang möchte gerne von Anfang an spielen. Steht ja hier nämlich noch nicht in der Startelf, weil ich habe gerade das kurz vor dem Match geändert. Reus ist wieder gänzlich hergestellt, kann also spielen. Aber wer sonst auf dem Platz steht, seht ihr gleich. Vamonos! In der Liga konnte man nicht gegen den nächsten Top-Gegner gewinnen, aber heute gegen Manchester United in der Paradedisziplin Champions League heißt es für den BVB natürlich wieder 3 Punkte im heimischen Signal Iduna Park behalten gegen Manchester United, gegen die Red Devils, gegen einen der besten Vereine, zumindest wenn man auf die Transfersumme und auf den Kaderwert schaut, in der ganzen Welt. Natürlich der BVB auch nicht gerade ein kleiner Verein, aber gegen Spieler wie David De Gea, Zlatan Ibrahimovic und Paul Pogba ist natürlich, zumindest was die Summen angeht, die diese Spieler generiert haben, kein Kraut gewachsen. Auch eine Rückkehr in den Signal Iduna Park für Henrik Mkhitaryan, der natürlich im Fokus steht vor dieser Partie gegen den BVB. Er ja, der Armenier, vor der Saison erst zu Manchester United gewechselt. Im gleichen Zug wie Zlatan Ibrahimovic und Paul Pogba. In der Champions League konnten sie sich zumindest gegen den BVB bisher noch nicht beweisen. Heute soll das natürlich aus Sicht der United anders werden. Juan Paslak, Semedo, Bender und Guerrero. Das heißt 3 Änderungen im Vergleich zur Vorwoche gegen den FC Bayern München in der Defensive. Davor Weigel, Castro und Mario Götze. Und vorne in der Spitze, Sebastian Rode anstelle von Mario Götze. Und vorne in der Spitze natürlich Marco Reus, Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembélé. Natürlich eine starke Offensive, aber wir schauen auf die Elf von Manchester United und von José Mourinho, der Star-Trainer, der Portugiese, mit einer etwas anderen Größenordnung, was Ablösung angeht. De Gea, Valencia, Rojo, Smalling und Shaw, da sind die ganz großen Namen noch nicht dabei, allerdings davor dann. Carrick, Pogba, Fosu Mensah, Martial, Ibrahimovic und Henrik Mkhitaryan, Mino Raiolas Spielwiese in Manchester. Die Red Devils brauchen einen Sieg, um die Chancen zu wahren. Zeitgleich spielt nämlich Beşiktaş Istanbul gegen Barcelona. Und wenn Barcelona gewinnt, dann wird es ganz, ganz schwierig im letzten Spiel für die Red Devils ins Achtelfinale der Königsklasse einzuziehen. Philippe Debusier hat bereits das letzte Spiel von Borussia Dortmund in der Champions League in der Königsklasse gepfiffen. Auch heute er wieder der Schiedsrichter. Zlatan Ibrahimovic und Anthony Martial gegen Marco Reus und Pierre-Emerick Aubameyang. Rein in die Partie und rein in die erste Szene, die dem BVB gehörte. Denn in der Anfangsphase wieder einmal die Schwarz-Gelben, das deutlich bessere Team. Julian Weigel mit dem Pass zurück auf Sebastian Rode, der auf Dembélé. Dembélé und De Gea mit einer Weltklasse-Parade. Der BVB, der gerade in der jüngsten Vergangenheit ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit Weltklasse-Torhüter Manuel Neuer, hat am Wochenende mal wieder das Fürchten gelehrt. Und der Spanier macht es hier nicht minder gut. Wunderbare Parade gegen Ousmane Dembélé. Allerdings gibt sich der BVB natürlich nicht auf. Castro, schöner Versuch und wieder ist De Gea dran, gibt den nächsten Eckball. Der Spanier bereits in der Anfangsphase der beste Mann bei Manchester United auf dem Platz und treibt die Dortmunder zur Verzweiflung. Schöne Parade, wichtiger Kontakt hier mit dem Ball. Hielt die Dortmunder aber nicht auf, weiterhin die Schwarz-Gelben in der Offensive. Aubameyang wird gefoult von Chris Smalling. Wir hatten gegen den FC Bayern München eine ähnliche Aktion, wo Jerome Boateng Aubameyang deutlich weiter vorne foulte. Auch er sah die gelbe Karte und auch damals gab es eine aussichtsreiche Freischussposition. Die wurde vom BVB nicht genutzt.
Jetzt allerdings natürlich nochmal ein bisschen näher dran am Tor und mit Marco Reus ein Spezialist in der Startelf beim BVB, auf den wir natürlich auch direkt schauen wollen, denn er wird diesen Freistoß ausführen. Das Freistoßspray kommt natürlich noch ordnungsgemäß zum Einsatz. Zuletzt in der Liga geschont worden, Marco Reus, der Nationalspieler, also heute mit ein bisschen Leistungsdruck, muss zeigen, warum er in der Königsklasse ran soll. Bringt den Freistoß rein, da steht Weigel mit dem Kopf. Und das Ding geht ganz, ganz knapp am Kasten vorbei. Schöner Versuch von Julian Weigel. Klasse Hereingabe von Marco Reus. De Gea wäre wohl nicht mehr rangekommen. Aber der Ball fliegt knapp am Kasten des Spaniers vorbei. Und somit auch an der Führung für den BVB, der allerdings weiter versuchte, nach vorne zu spielen. 30. Minute. Wieder mal ein Ball auf die Außenbahn. Aubameyang versucht mal 1:0. 30 Minuten durch. Der BVB geht in Führung und damit 15 Punkte in der aktuellen Tabelle. Das sind genau 5 Siege aus 5 Spielen. Und wieder ist es der Gabuna, der hier in der Königsklasse genau seine Klasse zeigt. Schöner Abschluss. De Gea kann nichts machen, platziert in die lange Ecke. Niemand ist wirklich beim Gabuna. Smalling kommt zu spät, kann auch nicht mehr richtig hingehen, hat bereits Gelb und dementsprechend kein Problem für Aubameyang, dieses Tor zu erzielen. MGT freut es natürlich. Die berechtigte Startelf-Aufstellung für den Gabuna, eigentlich nicht hundertprozentig fit. Es war spekuliert worden, dass Isak eingesetzt werden würde. Wurde nicht gemacht, anstattdessen die Dreieroffensive, die bekannt ist beim BVB und hier die nächste Chance hatte über Ousmane Dembele. Zweiter Durchgang, plötzlich wachte United auf. Erste Gelegenheit über Michael Carrick. Michael Carrick mit dem Versuch, aber Timo Horn ist da. War übrigens auch die letzte Aktion vom Routinier auf Seiten von Manchester United. Schöner Versuch an sich, aber vielleicht ein bisschen zu und platziert, hätte ein Ibrahimovic geschossen, hätte es vielleicht 1:1 gestanden, aber hätte Fahrradkette. Jetzt kommt Ander Herrera für Michael Carrick rein und vielleicht damit nochmal ein bisschen mehr Kreativität, die sich José Mourinho erhofft. Erstmal die anschließende Ecke. Mkhitaryan bisher unsichtbar in dieser Partie. Nochmal Ibrahimovic mit der Hereingabe. Der Kopfball abgelegt, allerdings ist natürlich Timo Horn da, leitet den Konter ein und aus diesem Konter wurde die nächste Offensivstaffette des BVB, denn die spielten jetzt wieder richtig gut nach vorne und ließen Manchester United überhaupt keine Räume und keinen Platz nach vorne zu kombinieren. Dieser Versuch hier von Tolisso noch abgeblockt, dann die Ecke, Dembele, De Gea kann den Ball rausbringen, da steht wieder Julian Weigel, der versucht heute öfter mit dem Schussversuch, aber De Gea ist da und das ist nicht unbedeutend, denn auch in der nächsten Szene ist der Spanier wieder im Mittelpunkt. Isak eingewechselt mit dem Ball auf Castro De Gea, es ist Weltklasse, was dieser Mann aus dem Kasten weghält. Unfassbar, dass sie ihn weiterhalten können, trotz der schlechten Leistungen in den vergangenen Jahren. Dieser Reflex mit der rechten Hand ruft natürlich viele Top-Teams auf den Plan, auch Real Madrid, zweifellos. Allerdings steht De Gea noch im Kasten bei Manchester United. Und das macht dem BVB Sorgen. Wunderbarer Kopfball an sich von Rubens Semedo. Da müssen wir nochmal drauf gucken, denn die Parade von De Gea ist Weltklasse. Wie in Matrix wirft er sich nach hinten und hält diesen Ball des Portugiesen. Allerdings brachte das nicht wirklich was, denn von United kam nichts mehr in der Offensive. Nochmal der BVB, letzte Chance. Reus hereingabe, aber zu unpräzise. Smalling bringt den Ball raus und dann ist Schluss im Signal Iduna Park. Der BVB geht als Gruppensieger ins Achtelfinale der Königsklasse. Für Manchester United sieht es ganz, ganz schlecht aus. Ein Sieg gegen den FC Barcelona ist Pflicht im nächsten Spiel, um noch das Weiterkommen irgendwie im Bereich des Möglichen zu haben. Der BVB kann entspannt aufs letzte Spiel gucken und das dank Pierre-Emerick Aubameyang. Ein Unentschieden hätte zwar auch bereits gereicht, aber so natürlich noch eine schönere Nacht hier im Signal Iduna Park für die Fans und für die Spieler und natürlich für die Verantwortlichen. Ibrahimovic mit einer schwachen Leistung, keine Chance, kein Schuss. Die Defensive stand heute sehr, sehr gut und das muss in den nächsten Partien auch wieder das Ziel sein, wenn es in der Bundesliga daran geht, die Bayern zu verfolgen. Ich weiß nicht, was mit uns... Okay, es war De Gea. Es war De Gea. Aber trotzdem, wir müssen das gewinnen. Also wir haben es gewonnen, aber wir haben es nicht klar gewonnen. Also eigentlich müssen wir 3:0 gewinnen, die Geschichte. Wahnsinn. Unser Abschluss muss sich steigern. Park Yo-ho würde gerne spielen, aber nein, das kommt nicht in die Tüte. Wir haben 2 Linksverteidiger, etatmäßig. Und die werden natürlich auch weiterhin spielen. Heute in der Bundesliga, beziehungsweise jetzt in der Bundesliga, wieder Marcel Schmelzer. Anstelle von Semedo schicken wir Bartra rein. Und allgemein stellen wir die Mannschaft selbstverständlich wieder ein bisschen um nach der Champions League. Die war natürlich stressig und deswegen spielt jetzt in der Liga beispielsweise auch mal stark. Auf der rechten Seite lassen wir Dembele. Ich glaube, die Offensive lassen wir allgemein so. Pulisic hat länger nicht mehr von Anfang an gespielt. Das macht aber auch nicht wirklich was.
Sachen. Ramos packen wir wieder hin, wo er hingehört. Und sind wir mal sehr gespannt, wie es jetzt gegen Frankfurt laufen wird. Frankfurt an sich ein Team, das darf man nicht unterschätzen, gar keine Frage. Auch in FIFA nicht. Aber normalerweise sollte das kein Problem darstellen, zumal wir gewinnen müssen, wenn wir dranbleiben wollen. Weil momentan sind wir noch hinter dem FC, der ein Spiel weniger hat und 4 Punkte hinter den Bayern. Das heißt, verlieren verboten gegen die Eintracht. Die haben zuletzt gegen Bremen gewonnen, davor gegen Köln und Gladbach jeweils 1-2 verloren. Das heißt, wir müssen jetzt genau das Gleiche machen und eines der beiden Teams wird auswärts in Frankfurt gewonnen haben, das einfach auch machen. Götze macht den Anfang, das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön. Stark kriegt die gelbe Karte, das muss uns noch nicht schocken. Ich traue mich nicht auf weiter zu klicken, weil noch ist das sehr unsicher. Castro kommt für Tolisso, 60 Minuten durch, 2-0, Schmelzer macht die Bude, sehr geil. Mit einem 2-0 kann ich mehr als gut leben, bis mehr als ich mir erhofft hätte und unser Training ist auch in Ordnung. Ich wollte ja bei Moas Schuss einstellen, ne? Aber gut, steigt da um 2 Flankenwert, ist auch okay. Nächstes Mal dann. Und das nächste Mal wird sein in der nächsten Episode, wo es dann ins Borussen-Duell geht gegen Gladbach. Wir spielen außerdem darum, an Köln dran zu bleiben. Die haben immerhin nur einmal unentschieden gespielt, also sind nur 2 Punkte vor uns. Trotzdem natürlich irgendwie bitter. Wir schauen mal auf den Kalender, was in der nächsten Episode so ansteht. Im Dezember dann. Wir spielen gegen Borussia Mönchengladbach. Wir spielen gegen Beşiktaş Istanbul oder den ersten FC Köln. Hier ist eine Infokarte. Stimmt gerne ab, was ihr gerne hättet. Ich glaube, die meisten präferieren Champions League. Ich packe alle 3 rein und die beiden, die am meisten gewotet werden, gegen die spielen wir. Wenn es im Endeffekt nicht gegen Köln sein wird, ist es halt nicht gegen Köln. Danach die Episode gibt es dann DFB-Pokal und diese 2 Spiele simuliert und den Transferzeitraum dann auch schon mal so ein bisschen mit drin. Deswegen auch nur 1 Spiel. Ich denke mal, das passt ganz gut. Also auch gerne schon Transfervorschläge für die übernächste Episode hier in die Kommentare ballern. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal kostenlos. Checkt die Links in der Beschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut. Bis dann, haut rein und ciao.